Der 7. Dezember. Da, 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 da. Wie war das gestern bei euch beim Nikolaus? Also, ich habe gestern meine Stiefel genommen, habe sie geputzt, habe ein bisschen Duft reingesprüht, habe sie kunstvoll geschmückt, vor die Tür gestellt, habe sie wieder reingeholt. Nichts drinne. Gar nichts. Absolut nichts. Sogar die Sachen, die ich an dem Schuh so rangeschmückt habe, die waren geklaut. Also da war wirklich nichts mehr. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, an was es liegen könnte. Ich bin ja nun alt genug. Seit 3-4 Jahren weiß ich, dass es den Nikolaus nicht wirklich gibt. Und dass ja irgendwie so Familienmitglieder oder Freunde oder so was in die Stiefel legen. Und ja, da macht man sich schon Gedanken, warum absolut gar nichts im Stiefel ist. Ja, und dann bin ich so meine Freundesliste durchgegangen und habe gemerkt, da sind gar keine da. Also ich habe gar keine. Habe ich mir auch da wieder so Gedanken gemacht, warum eigentlich nicht? Und dann ist mir bewusst geworden, weil alle anderen Menschen dumm sind. Und ich finde schade, dass die Menschen das nicht akzeptieren können, dass sie dumm sind und mich wahrscheinlich deshalb nicht mögen. Verstehe ich nicht. Finde ich echt daneben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Dadurch hat doch keiner von mir irgendwie was zum Nikolaus bekommen. Selbst schuld. Aber wir sind ja bei einem ganz anderen Thema. Wir sind ja bei dem lieben und innig geliebten Bruder Vincent van Gogh. Der hätte mir sicher was in die Stiefel gelegt, auch wenn ich ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr besucht habe. Aber die Entfernung ist halt so weit weg. Ich hätte mir das gewünscht, dass er hierher fährt und was reinlegt. Ja, ist nicht passiert, aber es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung, ich werde ihm keine Vorwürfe machen. Aber wir lieben uns, ja. Und Liebe geht auch über die Seele geht die Liebe. Also man braucht keine Geschenke oder sowas, um die Liebe zu zeigen, sondern es geht auch über Schwingung, über Entfernung weit hinaus. Gut. Ich möchte euch noch meinen Brief vorlesen, den ich von Vincent erhalten habe, nach meinen letzten Zeilen, dass ich ihn nicht besuchen kommen kann, weil es hat ja minimal geschneit in Berlin. Es waren fast Plusgrade, aber die Deutsche Bahn ist leider nicht gefahren. Und da schauen wir mal, was der gute Vincent uns geantwortet hat. Lieber Benjamin, es sind nun 2 weitere Jahre vergangen, seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben. Ich konnte mich wieder bewegen. Meine Hüfte ist von alleine wieder zusammengewachsen. Leider nicht in der richtigen Position. Wenn ich auf meine Füße runterschaue, ist der rechte Fuß genau mittig unter meinem Körper. Der linke Fuß ca. 80 cm nach links versetzt. Deshalb musste ich auch das Wandern aufgeben. Ich habe durch die Fehlstellung einen absoluten Linksdrall. Vor einer Woche bin ich deshalb 2,5 Tage vor meiner Haustür im Kreis gelaufen. Ich habe es nicht geschafft, durch die Tür zu gehen. Zum Glück kam Louis van Gaal vorbei und hat mich zurück in die Wohnung gebracht. Allerdings scheint er auch nicht ganz normal zu sein. Ich sollte mich auf meine Couch setzen. Plötzlich holte er einen Fußball unter seinem Pullover hervor und hat mir gezeigt, wie gut er noch dribbeln und jonglieren kann. Nach circa 6 Stunden hat er dann zum Glück die Wohnung verlassen. Vorher hat er mich aus Versehen mit dem Fußball an meiner Hüfte getroffen. Er ist beim Jonglieren hingefallen und hat mir den Ball gegen die Hüfte geschossen. Ergebnis: erneuerter Hüftbruch. Wie geht es dir? Hast du noch einige Kunstwerke für mich gezeichnet? Dein dich liebender Vinzi. Das waren schwere Zeiten für Vinzi, kann ich euch sagen.
Er hat auch nicht so viele Freunde da, wo er wohnt, da in den Niederlanden. Er hat es ja mal versucht in Paris. Da hatte er ja eine WG sozusagen, aber die waren alle nicht so begeistert von ihm. Auch ein schwieriger Mensch, der Vinci. Aber wir lieben uns. Wir lieben uns über alles. Wir mögen uns. Wir schreiben uns regelmäßig. Ihr fragt euch sicherlich auch, was ist denn mit unserem anderen Bruder Theo? Ja. Von dem hört ihr das nächste Mal, kleiner Spoiler. Also, ich wünsche euch noch einen schönen 7. Dezember. Fresst schön eure Mistsüßigkeiten auf, die ihr bekommen habt zum Nikolaus. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja was abgeben. Naja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Rotz- und Wasser-Produktion.